Herzlich willkommen im Urlaub, herzlich willkommen beim Caravansalon 2017. Es ist eine riesengroße Ausstellung. Sie war so groß wie noch nie zuvor. In 13 Hallen werden dieses Jahr die ganzen Exemplare gezeigt. 2100 Fahrzeuge von 600 Herstellern. So groß war also der Caravansalon noch nie. Und man schätzt darauf, dass Hunderttausende hierher kommen werden, um all diese Neuigkeiten anzuschauen. Wir natürlich auch. Wir sind von Caravan TV Online dabei, um Ihnen die neuesten Highlights und die besten Weltpremieren zu zeigen. Die Themen des Caravansalons, welches sind das? Das können wir zusammenfassen unter steigendem Komfort, leichtere Bedienbarkeit und Konnektivität der Fahrzeuge. Ja. Und was wir auch noch feststellen können, ist, dass wir jetzt auch im vollintegrierten Segment oder im integrierten Segment Fahrzeuge haben, die auch für die Einsteiger interessant sein könnten. Mit dem E-Alkovenmobil auf Grundriss seines XXL Globetrotter präsentiert Detlefs das erste vollelektrische Wohnmobil überhaupt. Batterien und Solarzellen sind seine einzigen Energiequellen. Auch wenn das Fahrzeug nur eine Studie ist, zeigt Detlefs, wie Wohnmobilurlaub von morgen aussehen könnte. Und wir wollen mit dieser Studie einfach mal erfahren von den Kunden, was erwarten denn die Kunden von so einem Fahrzeug. Wir haben jetzt mal hier unsere Gedanken dargestellt und wollen diese mit unseren Kunden diskutieren. Wie funktioniert denn der Antrieb? Also wir haben hier einen Elektroantrieb, 80 kW Motor. Und 378 Amperestunden Batterien, die den Motor antreiben. Das sind sage und schreibe 31 Quadratmeter Solarzellen, die wir hier in großer Fläche an den Seitenwänden auf dieser und auf der rückwärtigen Seite angebracht haben. Damit können wir 3000 Watt erzeugen. Tja, das Besondere hier bei eHome ist natürlich, alle Komponenten im Fahrzeug sind miteinander vernetzt und können gesteuert werden über dieses Tablet. Ein ganz besonderes Feature ist hier zum Beispiel diese Leuchtfläche. Die können wir hier dimmen. Sehen Sie, dann wird es dunkel. Und das Schöne ist, ich kann es jetzt als Spiegel benutzen. Bitte. Das Ziel ist es natürlich, den ganzen selbst erzeugten Strom von den Solarzellen hier ganz autark auch zu benutzen, bei allen Komponenten, die jetzt im Reisemobil verbaut sind. Zum Beispiel hier beim Ceranfeld oder Kühlschrank oder auch im Heizsystem. Und jetzt ein ganz nettes Gimmick. Alexa, sage Camp Connect, gute Nacht. Dein Reisemobil wird verriegelt. Die Bewegungsmelder sind aktiviert. Gute Nacht. Mit knapp 1,5 Millionen Euro ist dieses Fahrzeug in diesem Jahr das teuerste Reisemobil auf der Messe. Damit kann man in einer Art Schublade unter dem Wohnmobil seinen eigenen Porsche mitnehmen. Für die Luxusspritztour am Urlaubsort natürlich ideal. Das Reisemobil ist 12 Meter lang, rollt auf einem 500 PS starken luftgefederten Buschassis und der Wohnraum lässt sich von 30 auf 35 Quadratmeter vergrößern. Es hat 3 Klimasysteme, 5 Heizungen und eine Batterieleistung von 1700 Amperestunden. Gerd Volkner, der Chef selbst, stellt uns sein Heim vor. Die absolute Spitzenklasse ist das, was wir hier im Augenblick haben. Und da sind natürlich eine Menge Ideen drin, die einfach aus der Praxis auch heraus entstanden sind. Zum Beispiel hier kann ich Ihnen mal zeigen, wir haben hier eine super Geschichte für Leute, die vielleicht mal Enkelkinder oder Kinder mitnehmen. Die haben ihre eigenen Kojen. Die sind 75 breit und 2 Meter lang mit eigener Klimatisierung und Internetanschluss. Und was man heute für die Kids alles so braucht. Ne? Und es gibt im Grunde auf dem Markt kein anderes Fahrzeug, was das bietet, was dieses Fahrzeug bieten kann. Niedrigen Schwerpunkt, Heckmotor, Busseigenschaften. Und vor allen Dingen, ich kann große PKWs mitnehmen, die ich nicht im Innenraum spüre. Und das ist eigentlich das Konzept überhaupt.
Das Fahrzeug kostet ja ein paar Euro. Wo stecken denn die Euro drin? Also was macht es so teuer? Ist es die manuelle Arbeit oder was ist daran das, was den Preis bringt? Ja, ein Fahrzeug ist natürlich eine fast reine Handfertigung. Und jedes Detail und jedes Teil, was Sie hier dran sehen, wird bei uns im Werk gefertigt. Das heißt, wir greifen nicht auf irgendwelche fertigen Baugruppen oder Seriengruppen zurück. Hier kann der Kunde völlig frei entscheiden, was er auch eingebaut haben will. Ob rechts oder links, oben, unten, rund oder eckig oder braun oder grün oder Natur. Völlig egal. So, und da gehen wir drauf los und das ist eigentlich auch unsere Stärke. Wir müssen natürlich auch uns von dem normalen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Camping hier völlig verabschieden. Wir haben hier nur Industrietechnik und Haushaltstechnik drin. Hier gibt es also keine Sachen wie Plastiktoiletten oder so. Wenn Sie mal hier reinschauen, da ist zum Beispiel eine Toilette drin mit Popomat. Die hat eine beheizte Brille, alles mit 220 Volt. Oder hier diese ganzen Anlagen in der Küche. Hier gibt es keinen Gasherd, also wir haben keine offene Flamme im Fahrzeug. Wir haben Induktionskochfeld oder Cerankochfeld. Wir haben hier Backöfen mit aus normaler Haushaltstechnik, Spülmaschinen aus der Haushaltstechnik, die alle natürlich auch mit richtig Strom versorgt werden müssen. Und da können Sie sich vorstellen, im Hintergrund muss natürlich eine ganze Menge ablaufen, die diese Energie liefert. Also der stellt hier zum Beispiel, der Performance, der stellt ihn ständig aus den eigenen Batterieblöcken 12 kW Leistung bereit. Es gäbe noch so viel über dieses Wohnmobil zu sagen, aber dazu fehlt schlichtweg die Zeit. Fazit, wer es besitzt, der braucht kein zweites Zuhause mehr. Knaus präsentiert zum Modelljahr 2018 erstmals die günstige Baureihe Knaus Live mit Alkoven und teilintegrierten Wohnmobilen. Alle Knaus-Modelle haben 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie. Der Knaus Live will mit seinen 3 teilintegrierten Grundrissen und dem Grundpreis von 50.000 Euro den Markt der Neuwohnmobilisten erobern. Junge Käufer, junge Familien, speziell für den LifeWave dürfte diese oder der LifeWave dürfte für die junge Käuferschicht, die junge Familienschicht interessant sein, weil wir mit unserem Hubbett die Möglichkeit bieten, auch mehrere Personen zu transportieren. Das heißt, da können je nach Grundrissvariante dann bis zu 6 Personen schlafen oder 5 Personen fahren. Gleich beim Einstieg soll man sich wohlfühlen. Die dunkelroten Polsterfarben könnten zwar polarisieren, sie passen aber gut zu den braun-weißen Oberschränken. Dahinter die moderne Küche in geschwungener L-Form. Lichterbänder verstärken das jugendliche Design der Küche und sorgen gleichzeitig für gute Sicht in das Innere der Auszüge. Alle Klappen und Auszüge haben den Soft-Touch-Mechanismus. Die Halbdinette mit Seitensitz ist bequem und bietet auch einer 6-köpfigen Familie Platz. Immerhin können 4 Personen gleichzeitig aufs TV-Gerät schauen. Große, breite Drittstufen führen hinauf zu den 2 rund 190 und 205 cm mal 81 cm großen Einzelbetten. Die 11 cm breiten und hochwertigen Matratzen liegen auf einem Holzlattenrost. Unter dem Bett gibt es 2 Schränke für die Kleider aller Art und darüber öffnet sich der Sternenhimmel oder die Hallendecke des Caravansalons. Über der Sitzgruppe wird, ohne dass man etwas wegräumen muss, das Hubbett für 2 Personen installiert. Das ist mal pfiffig. Serienmäßig rollt der Integrierte mit 130 Turbodiesel zum Kunden. Fazit: Der Knaus LifeWave ist ein gut ausgestattetes Einsteiger-Reisemobil für die junge Familie. Partnerland des diesjährigen Caravan-Salons ist das Engadin. Das Engadin liegt in der Schweiz. Damit verbindet man Berge, Skifahren, Banken, Schokolade. Aber man kann im Engadin hervorragend in den Sommerurlaub fahren und Caravaning erleben mit dem Campingbus, mit dem Reisemobil. Ungeahnte Möglichkeiten für die Caravaning-Welt. St. Moritz in der Schweiz, einer der bekanntesten Wintersportorte weltweit und der Treffpunkt des internationalen Jetsets. Mehrere Luxushotels locken jährlich unzählige Touristen in die 5000 Einwohnergemeinde und das vor allem im Winter. Doch die Region rund um den Wintersportort hat weit mehr zu bieten. Das auf rund 1800 Meter gelegene Hochtal Engadin mit seinen vielen Seen und Wanderwegen ist gerade im Sommer beliebter Treffpunkt für Caravan-Touristen.
Also die Schweiz ist ja immer so ein bisschen auch verschrien, muss man ja sagen, weil sie sehr teuer ist. Stimmt auch. Aber die Campingplätze, die sind relativ preiswert. Deshalb also mein Tipp wäre, fahrt hin, ladet euch vorher das Reisemobil oder den Wohnwagen voll mit genug zu essen und zu trinken, macht herrlichen Urlaub, bezahlt nicht übermäßig viel, ist wunderbar. Raus aus dem Wohnmobil und rein in die Natur. Der Silsersee am Fuß des fast 3500 Meter hohen Korvatsch lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Dank geringer Steigungen ist er auch für weniger geübte Wanderer geeignet. Ein kurzer Zwischenstopp auf der Halbinsel Isola lohnt sich. Hier wird nach alter Tradition der Ziegenkäse Mascarpin hergestellt. Das Rezept stammt noch aus einer Zeit, als das Lab- und Käsekulturen noch nicht entdeckt waren. So kommt er ganz ohne diese Zusätze aus. Der frische Käse isst man pur oder mit Tomaten, mit Salaten. Er wird in Gemüse eingearbeitet oder passt super gut zu Pasta. Nach diesem kulinarischen Zwischenstopp lohnt ein Ausflug in die rund 70 Kilometer entfernte Viamala-Schlucht. Schon die Römer haben diesen Weg über die Alpen gewählt. Der Name des rund 7 Kilometer langen Abschnitts bedeutet übersetzt schlechter Weg und kommt aus dem Rätoromanischen. Ja, die Schlucht, sehr beeindruckend, sehr tief, schöne Klammen. Vor allen Dingen, wenn man da von diesem kleinen Restaurant oder diese kleine Hütte, die davor steht, in die Schlucht reinguckt, da geht oben so eine Brücke drüber und da fuhr dann so ein Wohnmobil oben drauf, das habe ich dann fotografiert. Das war ein schöner Moment. Der Weg zurück nach St. Moritz bedeutet Fahrspaß pur. Über den Julia-Pass gelangt man auf fast 2300 Meter Höhe und wird mit einem Bilderbuchausblick auf das Engadintal belohnt. Die Fahrt hinunter führt in die kleine Gemeinde Silvaplana. Direkt am Ufer des gleichnamigen Sees lässt sich ein ereignisreicher Tag entspannt ausklingen. Caravaning hat natürlich ganz tolle Vorteile in der Hinsicht, dass es Freiheit, Naturverbundenheit, Flexibilität bietet. Das haben andere Urlaubsformen in der Art und Weise nicht. Ich stehe in der Natur, ich verlasse mein Fahrzeug und bin direkt draußen. Und wo kann ich das denn sonst so in dieser Art und Weise machen? Und auch wenn selbst im Sommer die Nächte hier auf 1800 Metern Höhe frisch werden können, so lohnt sich die Übernachtung auf einem der örtlichen Campingplätze. Denn die Aussicht am nächsten Morgen zeigt eindrucksvoll den Reiz, den Caravaning für viele hat. Das neueste Modell von Fendt, der Emotion 445, ist schon deswegen ein besonderer Caravan, weil ihn Studenten der Hochschule Rosenheim mitentwickelt haben. Sie haben frischen Wind in Design und Innengestaltung gebracht. Entstanden ist ein praktischer, vielseitig einsetzbarer und gemütlicher Wohnwagen. Der Bianco Emotion ist 6,79 Meter lang und 2,32 Meter breit. Der Innenraum ist offen und großzügig gestaltet. Durch die multifunktional nutzbare große Buggarage ist er ein kleines Transportwunder. Die Hälfte des höher gesetzten Bettes im Bug kann für die Fahrt hochgeklappt werden. Dank dieser Konstruktion und der extra hohen Ladeklappe ist das Verstauen und Transportieren von diversen Sportequipments nun möglich. Was mir sehr gut gefällt, ist die Buggarage sozusagen fürs Fahrrad mit dem Klappmechanismus, dass man es gut festbekommt, die Fahrräder sauber gelöst. Außerdem kann das so umgeklappte Bett auch als Couch genutzt werden. Weitere Vorteile: Unter dem Bett kann der Tisch verstaut werden, wenn er nicht gebraucht wird. Das bringt Platz. Den Stauraum vorne sehr groß, hinten ordentliche Küche, sauber aufgeteilt, großes Badezimmer, vernünftig aufgeteilt, Sitzgruppe für zwei Personen ideal und den, im Raumaufteilung ideal. Mit der belichteten, beide Fenster, große Fenster, hell innen drinne, ideal. Luftiges Raumgefühl, das gefällt mir sehr gut und natürlich die große Scheibe. Die Nasszelle ist ausreichend groß und verfügt über zahlreiche Ablagemöglichkeiten, was Frauen positiv stimmen wird. Ist ein neuer Grundriss, ich sag mal, den habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gesehen. Für zwei Personen ideal. Man hat breites Raumvolumen, sag ich mal. Man kann vernünftig schlafen, vernünftig sitzen. Direkt die Heckküche, wenn man rausgeht, also ideal. Das Fazit des Emotion fällt insgesamt positiv aus. Gute Noten verdienen sich das große Raumangebot, die großen Seitenfenster und die Buggarage, wo viel Equipment hineinpasst. Der Fendt Bianco Emotion 445 beginnt bei 21.850 Euro. Ganz wichtig für die Caravaning-Welt ist Halle 5 und Halle 13. Warum? Dort gibt es das Zubehör für die Wohnmobile und für die Caravans. Und ohne die Technik
könnten wir überhaupt nicht auf den Straßen unterwegs sein. Was es an Trends und Neuigkeiten gibt, erfahren Sie hier. Sie kennen das selbst. Sie wollen zum Grillabend einladen, wissen aber nicht, wie viel Gas in der Flasche ist. Ein lästiges Thema. Die Zeiten der Unsicherheit sind endlich vorbei. Mit dem Level Control bringt Druma eine neue Füllstandsanzeige für Gasflaschen. Der Gasvorrat wird per Ultraschall ermittelt und über das eNet-System auf das Smartphone übertragen. Der Level Control erhält einen neuen Impuls und zeigt an, wie viel Gas sich in der Flasche befindet. Der Füllstand wird per Bluetooth an die Druma eNet-Box gesendet und von dort an ein Smartphone oder Tablet weitergeleitet. Selbst wenn nur wenig Gas in der Flasche ist, werden Sie über einen SMS-Alarm benachrichtigt. Da der Level Control kleiner ist als der Boden der Gasflasche, wird er mit einem integrierten Magneten drunter geklemmt. Er hält prima und platzsparend ist diese Lösung auch. Er ermittelt ganz präzise und sehr komfortabel eben den Gasvorrat. Man kann es einfach vom Fahrzeug aus machen, man muss nicht mehr rausgehen. Man kann es über die App machen, ganz bequem. Man kann es in allen Ländern nutzen durch die Datenbank, die wir hinterlegt haben. Und es ist komplett eben digital und es ist Plug and Play. Man muss da nichts einbauen. Dank Level Control steht einer gelungenen Grillparty nichts mehr im Wege. Der Bike Max Lift von SMV ist das multifunktionale Heckträgersystem für Kastenwagen und gleichzeitig eine enorme Hilfe für Camper. Es trägt 3 Fahrräder oder 2 schwerere E-Bikes. Die maximale Nutzlast beträgt 60 Kilogramm. Es braucht keine Muskelkraft mehr, das Fahrrad runterzuheben oder in die gewünschte Höhe zu bringen, dank eines 12-Volt-Motors mit Fernbedienung. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Plattform, die beladet, Tiefe des Fahrrades direkt am Boden ist und nicht wie bei Wettbewerbsprodukten auf Leuchtenträgerhöhe lediglich heruntergefahren werden kann. Das bedeutet, dass hier wirklich der vollkommene Komfort zum Tragen kommt. Der abschließbare und schwenkbare Bügel ermöglicht endlich den freien Zugang zu den Hecktüren. So entfällt das lästige Ab- oder Umbauen des Fahrradträgers, um wichtige Staufächer im Heck zu erreichen. Befestigung an den Befestigungspunkten der Türscharniere. Und zwar nur an den Befestigungspunkten, nicht am Türscharnier selbst. Das ist wesentlich. Damit entsteht kein Verzug der Hecktür. Weiterer Vorteil, Adaption des Liftes. Bis zum Boden absenkbar. Bilanz: Der Bike Max Lift ist ein geniales Trägersystem für Fahrräder, weil er tragen, hoch und runter liften und weil der Träger vom Heck weggeschwenkt werden kann. Mit dieser Anschaffung geht es für den Camper nur aufwärts. Ja, das war also der Caravan Salon 2017. Ich fand, es war ein unheimlich interessanter Salon, weil man hat versucht, in all die Fahrzeuge sehr viel reinzupacken. Und bei vielen ist es sogar gelungen. Und ein Thema war natürlich die Leichtbauweise. Und auch hier hat man für dieses Gewicht immer mehr Reisemobil heutzutage. Also viel Spaß bei der nächsten Sendung Caravaning TV Teil 2 des Caravan Salons.